In der Wohnhausanlage Siemensstraße in Floridsdorf rollen die Kugeln. Ein sommerliches Boccia-Turnier mit prominenten Mitspielern. Es ist hier eine wunderschöne Boccia-Bahn, die beneiden wir. Diese Wohnhausanlage eigentlich, die hätten wir auch gerne. Wie die Wohnhausanlage saniert wurde, ist auch ein Boccia-Platz gemacht worden, auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter. Ist dann eine Zeit lang benutzt worden, dann eine Zeit lang nicht mehr. Und ich habe die Wohnpartner gebeten, gemeinsam mit den Mieterbeiräten zu überlegen, wie hier eine Nutzung erfolgen kann. Und es haben sich viele Mieterinnen und Mieter spontan bereit erklärt, hier mitzutun. Letztes Jahr wurde das erste Boccia-Turnier gemeinsam organisiert und mit viel Begeisterung durchgeführt. Nach dem vorigen Jahr haben wir dann so eine kleine Gruppe gebildet hier, waren wir zu viert und haben dann fast das ganze Jahr über gespielt. Bei manchen liegen die Erfahrungen mit dem Spiel aber schon ein wenig weiter zurück. Ich habe vor 40 Jahren, glaube ich, Boccia gespielt. Das letzte Mal, das war in Spanien. Nein, das ist ja kein Kind. Aber da, nach 40 Jahren, wie das erste Mal. Für alle, denen es ähnlich geht, hier eine kleine Auffrischung. Das Spiel ist an und für sich relativ schnell und einfach erklärt. Es sind 8 Spieler tätig, zu jeweils 4 Personen für eine Mannschaft. Jedes Team hat 4 Bälle, einen Ball, einen Boccia-Ball für einen Mitspieler. Soweit so klar. Die Teams bilden sich und dann wird's ernst. Ziel ist es, den Boccia-Ball so nahe wie möglich an den Ballino zu schießen. Die Linien sind einfach Begrenzungslinien. Beim Auswurf ist es wichtig, dass man ins dritte Feld kommt. Also erstes, zweites, dritte Feld. Man hat 3 Versuche. Wenn man den dritten Versuch nicht schafft, beziehungsweise den Ballino nicht ins dritte Feld bekommt, beginnt die andere Mannschaft. Dazu will es aber niemand kommen lassen. Alle geben ihr Bestes. So Aktivitäten sind natürlich wahnsinnig gut, um die Leute herauszubringen aus ihren Wohnungen, die Leute ein bisschen zusammenzubringen. Verschiedene Generationen, verschiedene Nationalitäten, man sieht, die Kinder spielen hier mit den Erwachsenen. Also es ist schon wahnsinnig wichtig, dass sich hier was tut. Boccia eignet sich da optimal. Ein harter Sport dort. Man braucht sich nicht viel bewegen. Es bleibt also Zeit für Gespräche und das gegenseitige Kennenlernen. Denn wichtig ist, dass man hier in der Wohnhausanlage nicht nur nebeneinander lebt, sondern vor allem auch miteinander lebt, etwas Gemeinsames tut. Und dieses Boccia-Turnier hat uns eigentlich allen Spaß gemacht, die wir heuer hier waren. Und wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt, haben schon neue Ideen, was man hier in diesen doch sehr großzügigen Grün- und Freianlagen alles noch machen kann. Also von daher war es ein sehr, sehr positiver Effekt. Das Turnier geht in die letzte Runde und so manchen packt dann doch noch der Ehrgeiz. Jetzt bin ich halt froh, dass ich im Finale bin und jetzt gehe ich auf den Sieg los. Für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. Die Jugend hat diesmal die besseren Kugeln. Mehr üben, ja? Ja, werden wir mehr üben, ja. Denn Übung macht den Meister und das nächste Turnier kommt bestimmt.